Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sheltered und wir starten mal hier, einfach damit wir mal die Spielstände hier angucken können. Also, Familie Kramer, ist eine Weile her, ne? 196 Tage. Alter Falter, das war Schwierigkeit normal, da haben wir irgendwann aufgehört. Familie Holiday, da bin ich in Urlaub gegangen, da war das Spiel schon Full Release. Das war das erste Mal, dass wir hier mit Full Release Version gespielt haben und die Familie Klopson, weil dritte Staffel und so, deswegen mit CABC. Dritte Buchstabe im Alphabet. 86 Tage lang überlebt. Wir nähern uns der 100, ja, möchte ich sagen. Versuche doch überflüssige Gegenstände zu recyceln oder Objekte zu zerlegen. Nein. Quatsch. Oh. Warum haben wir da. Natürlich machen wir das schon die ganze Zeit. So, vorne hier unten wird das neue Zimmer. Ach, guck mal, wie geil ist das denn? Alter, was macht die denn da? Freut die sich oder was ist da los? Alter, was macht die? Hallo? Ich mach so kurz weg. Es sah ein bisschen aus, als wenn sie jubelt, oder? Kann natürlich auch einfach sein, dass sie die Leiter schon mal so vorab runtergegangen ist, weil sie schlafen gehen will oder so. Auf jeden Fall sah das ziemlich weird aus. Schön, das hatten wir auch noch nicht. Es gibt immer wieder was Neues. So, der Gute muss schlafen. Wahrnehmung geht hoch. Das ist gut, Freunde. Wahrnehmung ist gut zum Entdecken. Alles nehmen, ja, 19 von 125. Und das kann man nicht nehmen, ne? Das ist dann weg, nämlich das Fleisch, siehst du? Oder? Weil es vergammelt ist. Oder sind wir voll? Ah, wir sind voll, alter Falter, okay. Virginia wird wahrnehmen, okay, das wissen wir. Ich würde sagen, die gehen einfach mal schlafen. Und er geht auch mal eben schlafen, der ist nämlich ganz schön fertig. Sie wird mal ein bisschen was trinken. Sie ist die einzig Fitte hier, die Claudine. So, einmal Toilette. Ist auch benutzbar. Warte mal, dann kann er nochmal schnell die Toilette hier benutzen, weißt du? So, sie hat was getrunken. Ihr geht's eigentlich wieder gut. Oh, mal hier reparieren. Wie sieht's hier unten aus? Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Und wird jetzt hier was? Nee, erzeugt Strom. Nein, unglaublich, ne? Immer alles Wolken verhangen. Dabei geht doch hier die Sonne auf, oder nicht? Um 7 Uhr, klar. Jetzt mal Wolken weg und mal Strom erzeugen hier. Warum? Schade, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir auch, wenn wir die Position hier verändern würden, würde das nichts bringen. Es sind einfach immer Wolken. Ich hatte ja hier schon mal geguckt. Es steht hier nicht so richtig. Das ist immer bewölkt. Das können wir eigentlich echt. Vielleicht erzeugen wir doch irgendwann mal eine kleine Menge. Man weiß es nicht. Ja, doch. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht, Freunde. Und daher können wir die Dinge eigentlich wieder dekonstruieren. Es war eine schöne Idee gewesen. Vielen Dank auch für den Hinweis. Ich weiß gerade gar nicht, wer den Kommentar gegeben hat. Aber es war gut. War eine gute Sache. Hatte ich ganz außer Acht gelassen. Wollte ich auf jeden Fall mal machen. In Normal braucht man das nicht unbedingt. Da hast du so viel Stromgedöns und so weiter. Das ist kein Problem. Aber ja. Ich habe hier gerade durchgeguckt, wer das kommentiert hat. Ich weiß es gerade nicht. Okay, letzter Kommentar war vom Achim. Der sagt hier, Waffe bringt nichts ohne Munition. Mal endlich. Was schreibt er denn hier? Endlich mal Patronen bei den Händlern erhandeln. Ja gut, okay. Und der Farinetic hat gesagt, beim ersten Kampf gab's Trauma für beide, weil jeder eingetötet hat. Natürlich. So, wir müssen aber mal wieder was essen. Und zwar Fleisch essen. Was? Geh nicht schon wieder weg? Nö. Na klar, mal was zum Handeln. Wir haben immer was zum Handeln. Holz ist gut. Oh, guck mal, hier so ein Beil ist auch nicht schlecht, ne? Genauigkeit plus 5. Erforderliche Stärke 9 ist gar nicht so hoch. Warte mal, was bringt denn unser Vorschlaghammer hier? Der macht 50 bis 55, aber Genauigkeit minus 15. 30 bis 35. 30 bis 95. Also fände ich nicht schlecht, will ich haben. Ein bisschen mehr Diversifikation, ne? In der Waffenauswahl, wenn wir auf Expedition gehen, finde ich schon mal nice. Dann holen wir uns hier ruhig 5 Säcke Zement rein. 5 Säcke.
Warte mal, Bücher haben wir zwei. Die müssen doch eigentlich im Bücherregal sein. Was ist da los? Das gucken wir uns gleich mal an, das Bücherregal, wie effektiv. Aber wir haben noch 6 Sack Zement. Also das Holz nehmen wir auf jeden Fall. Aber guck mal, hier wäre doch schon mal eine Schrotflintenmunition. Dann nehmen wir uns mal eine mit. Wobei ich mir sage, da wo wir Waffen finden, und das tun wir im aktuellen Gebiet offensichtlich nicht so wirklich, werden wir auch Munition finden. Also davon bin ich überzeugt. Ich würde die 3 Lampen gerne noch mitnehmen wollen. Auch wenn die relativ teuer sind. Aber Leute, wir haben das Fleisch schon wieder oben in der Falle. Machen wir das mal so und so. Ich glaube, da kriegen wir doch, warte mal, Objekte recyceln. Ja, ja, kriegen wir nämlich auch Metall raus. Gut, wie sieht's hier aus? Die Tür ist auf Maximum. Produktion von Strom klappt natürlich immer noch nicht. Die Tür können wir noch auf Maximum machen. Wir haben auch eine Stacheldrahtfalle, die wir aktivieren können. Also wir sind eigentlich gegen Bunkerangriffe so ziemlich gut geschützt. Muss hier mal jemand aufs Klo von euch, Leute? Die Virginia vielleicht. Dann können wir das noch einmal dekonstruieren. Und die Charlotte... ja, Bücher 2. Nee, alles klar. Dann können wir mit den Büchern auch aus dem Bücherregal... Handel. Naja, ich erinnere mich. Dunkel, aber ich erinnere mich, dass das möglich ist. Jetzt haben sie bei einer Lebensmittelvergiftung. Ist ja gar kein Problem. So, ich würde gerne noch hier ein bisschen weiter bauen wollen. Ja? Das kann auch der gute Karl mal machen. Dann kann er nämlich nicht kotzen. Warte mal, Objekt fertigen. Fettigen. Fettige mal das Objekt, bitte. So, warte mal. Hier Virginia, die kann man trainieren. Und sie, was macht sie denn mal? Müsste auch was essen. Was ist mit ihm? Er muss auch auf jeden Fall mal was trinken. Stresslevel steigt. Da muss er auch was essen. Aber Pech haben wir jetzt gleich 3 Leute mit Problemen, ne? Mit Lebensmittelproblemen. Egal. Er wird mal Fleisch essen und dann werden wir hier die Falle gleich mal leeren. So, sie hat hier ordentlich trainiert. Wunderbar. Sie kann mal die Toilette benutzen. Ob ihr etwas zum Handeln habt? Na, natürlich. Natürlich, guck mal, Nägel nehmen wir gerne. Guck mal, hier hätten wir noch eine Gewehrmunition. Brauchen wir aber nicht, weil wenn, dann brauchen wir eine Schrotflintenfalle. Unterwegs mit Waffen. Also bleiben wir erstmal bei den Schlagwaffen unterwegs. Die Motoren nehmen wir mal mit. Sicherung. Wie sieht's denn damit aus? Sag mal, das habe ich jetzt gar nicht so im Blick. Eigentlich ganz gut. Zement. Würde ich nochmal einen Sack Zement würde ich nochmal nehmen. Und vielleicht ein bisschen Entspannungsmittel nochmal 2 Stück. Obwohl wir haben 7, 8. Wie viel haben wir denn? War das hier? Nee. Und wir müssen mal ein bisschen recyceln, dass wir wieder ein bisschen Kunststoff kriegen. Ach, 10 Stück, Alter. Brauchen wir nichts mehr. Brauchen wir nichts mehr. Das machen wir mal so. Und... tja, was hauen wir jetzt noch raus? Verbandskästen? Nein. Das machen wir nicht. Wir könnten natürlich auch 5 einsparen. Wir haben bei 17. Wir könnten auch ein bisschen Leder nochmal raus. Ja, das passt doch. Tipptopp. Very nice. Vielen Dank, Leute. So, sie wird jetzt... die benutzt gleich die Toilette, oder? Ja. Die benutzt die Toilette. Hoffentlich. Das haben wir ihr das gesagt, oder nicht? Jawohl. Gut, er hebt da unten ein Grab, nein, ein Raum aus. Natürlich ist kein Grab. Nein. So, er wird was essen, hat wahrscheinlich gleich eine Lebensmittelvergiftung, kriegt gleich mal den Anzug. Wir haben mal die richtigen Teile, um was zu verbessern, muss unsere Katze, die schläft. Okay. Clemens vergiftet. Natürlich. 1, 2, 3 Leute mit Lebensmittelvergiftung und vielleicht kommt die Charlotte gleich noch dazu. Dann kriegen wir gleich wieder ein Rattenproblem und unsere schönen Lebensmittel sind hier. Sind ja nicht mehr so gut zu verwenden. So, Virginia wird auf jeden Fall mal den Schutzraum reinigen. So, wie geht's Ihnen da unten? Moment, den können wir kurzzeitig nicht auswählen, ist klar. Ich finde das Gebiet, wo wir aktuell sind, gar nicht so schlecht. Warte, du sollst mal hier hochgehen, bitte. Und einmal reparieren. Anschließend die Falle leeren, dann das Ding reparieren. Tja, der hat mal gesagt, müssen wir nicht, ne? Das Einzige wäre höchstens vielleicht noch die Haltbarkeit. Widerstand. Och, nö. Nö, es passt schon. Wie wäre es denn hiermit mal noch? 13 Metall.
Na gut, also auf jeden Fall wollten wir ein bisschen was recyceln. Wir hauen mal den Schrotthaufen rein und das rein und das rein. Dann haben wir da, glaube ich, genug erstmal. Wie lange dauert das? 4,5 Minuten. So, er muss schlafen unbedingt. Soll er auch tun. Da wird geputzt. Sie müsste echt was essen, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht benutzt du nochmal die Toilette. Aber das erstmal erledigt. So. Prima, prima, prima. Tag 88. Wie gesagt, die Entwickler so um die 125 Tage. Entwickler schlagen, das wäre so das nächste Ziel. Aber erstmal 100 Tage und dann gucken wir weiter, Freunde. So, das ist gut. Nein, 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 nein. Du kannst hier nochmal reparieren, bitte. So, sehr gut. Er geht schlafen. Da kann er schon mal keinen Ärger anrichten. Sie könnte demnächst mal was trinken, wenn er wach ist vielleicht. Oder, was macht sie denn jetzt? Ach so, putzen. Putzen finde ich gut. Und sie füllt hier mal auf. Das Geheule, ich kann es nicht ertragen. Warte mal, die müssen wir jetzt wieder zerlegen. Und dann haben wir es doch schon. Dennis, mein Freund. So, das finde ich gut. Holz finde ich gut, finde ich gut. Finde ich noch besser und noch besser. So wäre ich schon ganz zufrieden. 1, 2, 3, 4, 5. Und was haben wir noch? 77. Da haben wir nämlich hier, weiß ich auch nicht, Ventile en masse. Holz ganz gut. Ventile bringen Rohre, aber ein paar Lampen können wir uns dann für Metall nochmal schreddern. Ich finde, ich erstmal in Ordnung. Ist okay. So, hier wird geputzt. Ist sie gleich fertig mit Putzen eigentlich? Eigentlich nicht, ne? Doch. Sieht so aus. Doch, 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 doch. Sie ist fertig mit Putzen. Das ist gut. Dann wird sie jetzt nämlich Folgendes machen. Nämlich etwas, was ein bisschen längere Zeit in Anspruch nimmt. Moment. Zack. So. Objekt fertigen. Dass wir hier gleich mal ein bisschen... So nach unten können wir nicht. Müssen wir erst die Ebene fertig machen. Boah, das war hier schön. Ganze Etage am besten, ne? Egal. So, 29 von 40. Dann können wir uns vielleicht mal hier sowas gönnen. In der Hoffnung, dass Charlotte vielleicht nicht unbedingt den Bunker hier wieder... Holbricht. So, er könnte mal trainieren. Ist auch immer gut. Wen hängen wir mal ans Funkgerät? Ist die Frage, ne? Weil wenn sie so rumkotzen, können wir sie auch auf Expedition schicken. Ist natürlich die Frage, ob wir nicht erst noch ein bisschen... Ja, Charlotte hat jetzt auch eine Lebensmittelvergiftung. Na prima. Ob wir nicht noch ein bisschen Wasser sammeln wollen. Das wäre jetzt so meine Überlegung gewesen. Wasser einsammeln und reparieren. Und das kann sie auch gleich einmal machen. Wasser einsammeln und reparieren. So. Wir brauchen so um die 40 Wasser, glaube ich, ne? Für die Expedition darunter. Im Prinzip handelsmäßig. Wir könnten mal eine kleine Handelspause machen. Das wäre okay. So, sie ist bestimmt, sie muss jetzt schlafen. Jo, habe ich mir gedacht. Ja, ja, komm mal her. Schnucki. Charlotte muss auch schlafen. Okay. Gut, das geben wir ihr schon mal den Befehl zum Schlafen und ihr auch. Er wird putzen. Und er wird sie mal am Funkgerät ablösen, weißt du? Nee. Hier, du. Du sollst mal Funkspruch abgeben. Nee, warte, wollte ich doch nicht. Wir haben doch gerade uns auf eine Handelspause geeinigt. Frequenzen abhören, das finde ich gut. Und sie wird jetzt gleich mal was trinken. Zack, sehr gut, wunderbar. Gesund und tatkräftig, Brenda. Ja, die ist hier Wahrnehmung so nicht schlecht, aber... Nope, wollen wir nicht. Wir wollen wieder einen Wasserkondensator. Den bräuchten wir nochmal. Und hier oben das Tier aus der Falle holen. Das wäre auch eine gute Idee. Werden wir gleich tun. So, Claudine. Anzug nehmen und Falle leeren. So, dann haben wir das schon mal. Und dann werden wir die Wasserkondensatoren, denke ich... Obwohl, warte, wir könnten auch die Recyclinganlage hier nach unten verfrachten, weißt du? Und die Kisten...
Und an die Wasserkondensatoren müssen wir ja ran. Von daher macht das durchaus Sinn. Keine Vorkommnisse. Okay. Karl, wir sind noch nicht fertig miteinander. Verstehst du? So. Okay. Boah, kannst du eigentlich gleich nochmal reparieren, wenn sie schon mal hier oben ist. So, du bist noch nicht fertig, sondern Frequenzen abhören. Weiter geht's. Charlotte, meine Gute, ist vergiftet. Warte mal, die kann hier mal reparieren. Reparieren, dass wir die Betten schon mal wieder klar haben. Ofen ist okay. Irgendwas, was jetzt hier ganz bedrohlich ist. Solarmodul, naja. Und Recyclinganlage. Ist fertig. Cool. Einsammeln. Wir brauchen immer noch 11 Metall. Das heißt, wir werden jetzt mal 5. Das bringt kein Metall. 5. Ach komm, dann hauen wir die 10 Scharniere nochmal raus. Oder machen mal. Doch. Oder? Oh, vielleicht, ja? Oder ein bisschen. Das bringt nur Rohr, alles klar. Bringt auch nichts weiter. Dann machen wir das so. Wir hätten hier natürlich noch. Ups. Was ist das? Was ist denn das? Hä? Ach, das ist dieser Dietrich. Ja, für die kleinen Tour eventuell zum Ausrüsten. Ne, das ist okay so. So machen wir das. Dann können wir nicht die Bunkertür noch volle Kanne upgraden. Hier wird ein bisschen repariert. Das ist gut. Sie kann auch mal schnell das Ding reparieren. So, der kleine Clemens kann mal schlafen im Spitzenbett. Ich bin immer noch der Meinung, dass es sich im bequemen Bett etwas schneller schläft als in dem normalen Bett. Jetzt kommen, wollen sie wieder alle runterkommen hier. Nur weil wir irgendwelche Frequenzen aussenden. Auch hier unten ist so schön sauber, ne? Eine Unterhaltung zweier Fraktionsmitglieder. Ein Fraktionsgebiet wurde entdeckt. Na, tipptopp. Lass mal gerade angucken. Die Material. Ach hier, guck mal, da, dann wissen wir da schon mal, okay, da ist auch was los. Können wir auch da mal hingehen, aber ich bin hier unten erstmal ganz zufrieden. Ne, die Matriarchen, ach hier, okay. Aber das ist wahrscheinlich nicht näher dran, ne? Ne, ist eher noch weiter weg, Leute. Hallo? Anzug zurücklegen. Ach nee, Moment, zack. Kannst du gleich wieder raus, hier das Tier einsammeln. Pass mal auf. So, haben wir das auch. Hier wird repariert, das ist wunderbar. Sie könnte eine Dusche brauchen, ja, das kann ich mir vorstellen. Charlotte kann aber mal... Moment, du kannst noch mal Frequenzen abhören, bitte. Du reparierst, das finde ich gut. Das war okay, ne? Jawohl, das ist auch noch okay. So, der große Gefrierschrank. Die Solarmodule, ja, weißt du. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, ehrlich gesagt. So. Gut, wir werden mal noch ein Räumchen hier hinlegen. Da haben wir die Seite nämlich schon mal komplett fertig. Wir sollten wirklich eine Dusche bauen. Ja, das ist eine Option, ja. Und dann können wir hier die ganzen Wasserkondensatoren hin platzieren erstmal, weißt du? Auch der Ofen muss hier nicht sein, da muss kein Mensch ran. Auch guck mal, das nächste Tier kommt. Ja, das ist, wir haben so ein Handelsdefizit gerade, habe ich das Gefühl. Wir sollten mehr handeln, Freunde. Claudine kann auf jeden Fall mal trainieren. Und er, achso, er muss die Toilette mal benutzen, das ist gut. Toilette benutzen und danach nochmal Frequenzen abhören. So, sie geht schon mal hier in die Gegend. Ja, alles klar. Was? Achso, Rattenfalle. Ich dachte gerade, verbleibende Nutzung für die Brennkammer. Glaube ja wohl nicht. So. Das passt alles. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und... Ja, sie muss schon wieder schlafen. Okay, was soll sie machen? Macht die kleine Charlotte, die wird das Ding mal zerlegen. Er ist jetzt zufrieden, ja? Mit Toilettengang ist er zufrieden, jawohl. Ist immer noch vergiftet, kein Problem. Jetzt sind, glaube ich, gerade alle vergiftet, ne? Aber bis auf dieses
Ja, die Gefahr der Ratten, weil man hier einfach putzen muss, ist das wie gesagt kein Problem. Ja, ich habe ja schon viele Meinungen gehört zu der Dusche und so. Da, weiß ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, lieber mehr Expeditionen. Aber mal gucken. Haben wir jetzt hier den dritten Wasserkondensator. Dritten Wasserkondensator vielleicht bald wieder hier platzieren, dann läuft das schon. Na, dann ist das in Ordnung. So, sie kann mal ein Schlückchen trinken und anschließend schade, das Bett ist noch belegt. Geht sie da schlafen? Virginia? Oh, siehst du, wir haben wieder ein Rattenproblem, Leute. Wie viel haben wir denn aktuell? 10 von 40. 10 von 40. Da müssen wir auf... Oh, und da kommt noch eine Ratte. Freunde! Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit der Dusche. Oder wir bauen noch einen zweiten Putzeimer. Auch das wäre eine Option. Eieieiei. Okay, Freunde. Nicht, dass sie uns wieder hier... Au, 9 von 40. Nicht, dass sie uns wieder hier alles wegfressen. Das wär blöd. Ich meine, wir haben kein Nahrungsmittelproblem, um ehrlich zu sein, aber... Mann, wir haben eine Katze. Cat, nicht schlafen. Ratten fangen. Hoffentlich.